Es wird erzählt, Rav Eliyahu Bar Shalom. Es gibt einen Rabbiner in Israel, er ist heute der Rabbiner von Bat Yam. Rav Eliyahu Bar Shalom. Er hat geschrieben 9-bändiges Buch, also 9 Bände, ein Buch, über die Ktuba. Ktuba bei der Hochzeit, das Hochzeitsvertrag. Er hat geschrieben, also 9 Bücher, nur über dieses eine Thema Ktuba. Ich, meine Urkunde, um zu Hochzeiten zu machen, habe ich bei ihm gelernt. Habe ich bei ihm gelernt und nachher bei der Rabbanut. Aber das ist also, er ist heute der Spezialist in Sachen Ktuba. Er ist heute Nummer 1. Er hat dieses 9-bändige Buch geschrieben und dort er war bei einem Thema bezüglich Shvua Chamura. Shvua Chamura, das heißt, es gibt, wir Sfaradim, wir haben einen Brauch, den Bräutigam schwören zu lassen, dass er keine zusätzliche Frau noch zu sich nimmt und so weiter. Wie machen wir das? Könnt ihr euch erinnern? Man gibt einen Handschlag den Rabbiner, ja, so her, man gibt einen Handschlag den Rabbiner und Vegam Nishba Shvua Chamura. Diejenigen, die auch das Video mehrmals anschauen, können es schon auswendig. Vegam Nishba Shvua Chamura und er schwört und so weiter. Jetzt, es gibt manche, die gegen diesen Brauch sind. Manche, besonders aschkenasische Rabbiner, die sind dagegen. Warum? Er meint, Moment, du lässt ihm etwas schwören. Morgen, übermorgen, er streitet mit seiner Frau. Und er wird nicht erfüllen, das was in der Ktuba steht. Du bringst ihm zu einem unnötigen Schwur. Er hat geschrieben, fast ein halbes Jahr lang, nur über dieses eine Kapitel, er hat 250 Bücher aufgemacht, nur über diesen einen Kapitel. Macht man einen Schwur oder macht man keinen Schwur? Er ist im Endeffekt, laut all dem, was er dort gelernt hat, er ist zum Beschluss gekommen, man sollte es nicht machen. Aber der große Rav, Rav Ovadia Yosef, das war für ihn etwas, was in seinem Leben gekämpft hat. Man muss es machen. Jetzt, er wollte bekommen, am Anfang von seinem Buch, er wollte bekommen auch Askamot. Dass Rabbiner sagen, ja, wir verlassen uns auf diesen Rav, ihr könnt dir das Buch kaufen. Er ist gegangen zu einem aschkenasischen Rabbiner, einem großen aschkenasischen Rabbiner, weiß nicht mehr, wer das war. Er geht zu ihm und sagt, Rebbe, das ist mein Buch, ich bitte Sie, geben Sie mir bitte eine Askama, eine Bestätigung, dass ich Sie auch diese Bestätigung auch im Buch auch drucken kann. Er fragt ihn, hast du eine Bestätigung von Rav Ovadia Yosef? Jetzt, Rav Ovadia Yosef für ihn, sein Onkel war angeheiratet mit der, also war geheiratet mit der Tochter von Rav Ovadia Yosef. Also irgendwie sagt er, nein, wenn du bringst von Rav Ovadia, ich unterschreibe auch. Jetzt, aber das ist doch dieses eine Punkt. Er geht zu dem Sohn von Rav Ovadia, Rav Moshe Yosef. Er sagt, du bitte, ich will ein Treffen mit Rav Ovadia, ich will. Er sagt, jetzt, es gibt keine Kabbalat Kal, der Rav ist schon alt, er bringt niemanden jetzt, vergiss. Sagt er, es ist wichtig, sagt er, weißt du was? Ich muss jetzt, der Rav muss jetzt hinfahren von einem Platz zum anderen. 10 Minuten mit dem Auto. Ich lasse dich rein ins Auto. Wenn du Glück hast, dann kannst du mit ihm reden. Aber es gibt einige Voraussetzungen. Voraussetzung Nummer 1, wenn du siehst, er macht ein Buch auf, rede nicht mit ihm. Rede nicht mit ihm, weil aus, er ist drinnen, vergiss, du kannst nichts. Es war mal Rav Mugrabi, Rav Yosef Mugrabi von Chulon. Er ist einmal, ist auch gegangen zu Rav Ovadia Yosef, war bei ihm einmal. Und er ist gegangen, eingestiegen ins Auto, wollte mit ihm irgendwie fahren. Und der Rav schlägt ein Buch auf und der Rav sagt, Shalom Lechem Kvod Rav. Shulem, Shalom. Und der Rav ignoriert ihn. Ist mit ihm Buch drinnen. Rebbe, hallo, wow, Shalom. Der Rav ist drinnen, laut. Er bewegt sich nicht einmal. Ist drinnen, im Buch drinnen. Top, die kommen, er versucht, aber der Rav sagt, wenn der Rav nicht redet, redet nicht. Die kommen an und jetzt, er steigt aus, der Rav ist noch drinnen. Der Rav ist noch drinnen. Er fragt den Fahrer, du, was ist mit? Sagt er, warte, warte kurz jetzt. Er schaltet das Licht aus und Stromausfall, wo? Er dachte, er ist noch zu Hause. Ja. Okay, und er geht nachher raus. Kurz gesagt, das war Rav Mugrabi, jetzt zurück zu ihm.
Der Rav Bar Shalom, er hatte Glück gehabt, der Rav Obadja Yosef hatte das Buch nicht aufgemacht. Ah, noch eine Voraussetzung, er sagt, aufpassen. Ich weiß, du willst, wenn du jetzt reden willst über diese Schwachamora, über diesen Schwur, bring den Rav nicht zur Wut. Bitte mach ihn nicht wütend. Das heißt, wenn er was sagt, versuch ihm nicht, weil er ist schon älter und diskutiere ihm auf einem, also nicht schreien, ja. Seid ihr kein Problem. Er hatte Glück gehabt, der Rav Yosef hat das Buch nicht auf, kein Buch aufgeschlagen. Seht so, ja, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Und ja, er beginnt, Rebbe, ich habe geschrieben, Buch hin und her, sagt er, ja, ein paar Watschen gegeben. Und dann sagt er, bezüglich Schwachamura, er schaut ihn an, sagt ihm, okay. Und jetzt, er beginnt zu zitieren, der Rav Yosef. Hast du gesehen das Buch da und dort auf Seite das und das? Und dieses Buch das und das. Kurz gesagt, in 10 Minuten, er auswendig liest ihm vor jetzt alle seine 250 Bücher, die er gelesen hat. Alles, was er fast, dieses halbe Jahr, was er dort daran gearbeitet hat, in 10 Minuten, steht dort, steht da, hast du das gesehen und das gesehen? Er war mit einem offenen Mund. Sagt er, ja, aber trotzdem, am Ende. Aber trotzdem, Rebbe, aber Sie wissen doch, es lieber nicht. Fragt er ihn dann, aber hast du ein Buch gesehen, Priaretz, hast du gesehen, das Buch Priaretz? Sagt er, nein. Schau dir dieses Buch an. Okay, kein Problem. Küsst ihm die Hand und geht. Er geht sofort, in Jerusalem gibt es viele Bate Midrash, geht sofort zum ersten Bate Midrash, Priaretz, sucht, gibt es nicht. Top, andere Bet Midrash. Sucht gibt es nicht. Er hat überall in Jerusalem, da, dort, Bnei Brak, geht in alle Bet Midrash, sucht überall, wo große Büchereien sind. Nirgends dieses Buch zu finden. Am Ende, er sagt, es gibt die Universität Bar Ilan. Universität in Israel. Dort gibt es die mega große Bücherei. Ich gehe dorthin. Er fährt dorthin. Ich suche dieses und jenes Buch. Ist es? Habt ihr dieses Buch? Die schauen und sagen, oh, ja. Mit diesen Namen haben wir 6 Bücher. Okay, welche 6 Bücher habt ihr? Eines über Ilchot Shchita. Wie tut man Schächten? Uninteressant. Das andere, wie macht man Kartoffeln? Das gibt es auch, also nicht fromme Bücher. Ja? Wie macht man Kartoffeln? Das andere, ja, kurz gesagt, verschiedene von da, Shchita und da. Das Nächste, aber dieses Buch über Schächten. Sagt, okay, ich will dieses Buch. Die schauen sich das, oh, das ist ein sehr wertvolles Buch. Dieses Buch gibt es nur 7 Exemplare auf der ganzen Welt. Es gibt im Keller, aber du gehst nicht allein, du musst ein Pfand hinterlassen. Zusätzlich, es kommt noch eine Person mit dir, du darfst das Buch nicht angreifen. Und diese eine Person, sie wird für dich mit Handschuhe spezielle, wird sich für dich blättern, du darfst nur schauen und auf Wiedersehen. Top, kann man nichts machen. Sehr wertvolles Buch. Top, er kommt und beginnt, er sagt, Gott sei Dank, dieses Buch war 20 Seiten, so ein Heftchen war das. Und beginnt zu lesen. Schritta, wie schleift man das Messer, wie macht man das? Eine Seite, 2 Seiten. Kein Hinweis für diese Schwachamura. Doch er ist schon da. Pfand hat er hinterlegt, muss er jetzt fertig lesen. Und er liest eine Seite nach der anderen. Alles in Chod Schritta. Liest. Gut gesagt, am Ende, letzte Seite, steht geschrieben, war eine leere Seite. Damit dieses Blatt nicht leer bleibt, wollte ich hier hinschreiben, etwas bezüglich Schwachamura. Die letzte Seite. Und er schreibt dort. Und er sagt, ja, es gibt dieses Schwachamura, diesen Schwur. Und manche, es gibt manche Gelehrte, die wollen es verhindern. Und die wollen es nicht machen. Diejenigen, Barminan, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Es ist schwer, und man darf, kurz gesagt, er hat Schock des Lebens bekommen. Er sagt, nein, ich mache das Schwachamura, das bleibt. Und jetzt sieht ihr das an. Der Rav Obadja Yosef, alav shalom. Ein paar Exemplare von diesem Buch gibt es nirgends, nur dort in dieser Bar Ilan, dort in dieser Universität. All diese monatelange Arbeit, was er gemacht hat. Und dann plötzlich das. Wie kommt man dazu? Jemand
Ahavat HaTorah, wenn jemand die Torah liebt, wenn jemand sagt, ich will für die Torah investieren, sagt der liebe Gott, du mach eine kleine Öffnung, den Rest mache ich für dich selbst. Jetzt wiederum, wir vergleichen uns nicht mit Rav Ovadia Yosef. Rav Ovadia Yosef, das ist, ja, aber trotzdem, von dem Lernen, von dem, wie er die Torah geliebt hat, wie viel er für die Torah investiert hat, was er auch gemerkt hat, ja, Shtabach Shemurat, Gott uns geben, das hat das Segen, Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.